Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Zelda Minish Cap. Ich bin die Kotlet-Stanze und wir rennen hier einfach erstmal in den erstbesten komischen Mob rein, den wir hier sehen. Der auch einfach mal verschwunden ist. So, ich habe gestern im Livestream Zelda vom NES durchgespielt und muss mich jetzt erstmal wieder total umgewöhnen hier an die Steuerung und Rollen und was man hier nicht alles Schönes machen kann. So, was haben wir denn hier für ein Rätsel? Also ich kann einmal in die Statue gehen, aber ich möchte gerne erstmal in das Loch hier fallen. Hallo! Diese Steinsoldaten sind Marionetten, die wir Minish 1 für die Menschen erforschen haben. Das Geheimnis ist, man kann sie mit dem Schalter ein- und ausmachen. Yay, gib mir dein Fragment, Baby. Da können wir leider gar nichts machen. Gut, dann wollen wir hier mal lustig rumschaltern. Katsching! Jetzt ist die Flamme an. Ich denke mal, jetzt können wir hier den aufwecken und kaputt machen. Einfach draufmetzeln, dann passt das schon. Ta-ta-ta-ta. Hier kann man sich immerhin direkt eine Abkürzung schaffen, dass man das Elend nur einmal machen muss. Hua, hua, hier gibt es ganz viele Lianen zum Klettern, aber wir haben noch keine Möglichkeit, uns hier klein zu machen. Ja, da ist eine Höhle, das hat man beim Bildwechsel ganz gut sehen können. Ich lasse mich hier aber auch von allem treffen. Ah, okay, okay, okay. Wie weit man hier zurückgehen muss. Seht ihr das hier mit diesen ganzen Lianen links und rechts und rechts und links? Das da links, das sieht wieder aus, als könnte man hier so eine Bohne wachsen lassen. Mal her, du kleines Elend. Der hat keine Lust mehr. Ach, hier geht's weiter. Ah! Und jetzt gehe ich erstmal den ganzen Weg zurück, damit wir sehen können, was es da unten Tolles gab. Gucken, wo man hier runter kann. Hier vielleicht. Jo, hier sind wir richtig. Mini-Dungeon. Die kennen wir ja noch aus. Aus Level 1 hier, diese komischen Mob-Geräte. Ui, da ist ein Herzteil. Große Frage ist, kommen wir da schon hin? Das sieht ja ganz gut aus. Also Umwege lohnen sich immer wieder. Herzteil erhalten. Wie viel haben wir denn davon? Eins. Okay. Wollen wir nicht zu gierig werden hier. Habe ich mir das eigentlich nur eingebildet? Ja, ich habe mir gerade eingebildet, hier gäbe es noch einen zweiten Ausgang. Warum kann ich denn da noch überall nach unten gehen? Kann sein, dass es hier später irgendwie noch was für uns gibt. Hier zum Reinfallen oder so, wenn wir das erstmal freigeschaltet haben, würde ich jetzt spontan zumindest erstmal von ausgehen. Ich glaube, dem war auch so. Manchmal sieht man ja hier schon so kleine Sachen irgendwie, wo man weiß, so, ah, später im Spiel kriege ich da irgendwas Feines. So, jetzt muss ich mal überlegen. Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich das machen müsste, aber ich mache das jetzt einfach mal. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Schlangen mich angreifen, aber ich bin jetzt trotzdem mal ein bisschen ausgewichen. So, den machen wir auch wieder an. Ja, okay, der würde mir auch Schaden machen. Ich sagte ja letzte Folge schon, dass ich solche Rätsel eigentlich nervig finde. Ich
meine, ich habe jetzt einmal das rausgefunden mit der Statue und dann müssen sie das Rätsel direkt im nächsten Screen nochmal recyceln. Und dann lassen sie mich hier nochmal sowas machen. Finde ich irgendwie immer nicht so toll. Was ist denn hier los mit den Fragmenten? Kinder! Lasst es glückliche Fragmente regnen. Was haben wir hier? Da lassen sie mich nicht rein. Doch. Lassen mich rein. Wow, 100 Rubine. Und 50 Muscheln. Okay. So, und der Typ da hinten, der versperrt uns den Weg. Bei dem müssen wir das wahrscheinlich genau andersrum machen. Dann machen wir uns mal klein. Machen den aus. Katsching. Weiter geht's im Text. Komm her. Ich glaube, hier lebt irgendwo wieder so ein Vieh drunter. Menschenskinder, schon wieder ein Glücksfragment. Aber immer nur diese grünen. Wollen wir mal gucken, ob wir da überhaupt genug Leute finden, die mit uns dann noch tauschen. Ja, hier, da sind diese Nervteile. Ich frag mich gerade, das versuchen wir jetzt einfach mal, ob ich mit dem Krug hier den Stein irgendwie wegnehmen kann. Ja, kann ich. Okay, hätten wir das auch mal geklärt. Ah, und das war sogar das Rätsels Lösung an dieser Stelle. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Wenn man nicht weiter weiß, einfach mal alles umbringen. Der Rest ergibt sich dann meistens. Ah, komm her, du. Hab ich euch mal direkt beide erwischt. Sauber. Ich bin ja gespannt, wo uns das Ganze hier überhaupt hinführt. Tor des Windes. Ah, ich erinnere mich dunkel. Hier kriegen wir endlich diese komischen Handschuhe. Au. Okay, da gibt es ein weiteres Herzteil für uns. Gehen wir mal hier rein. Die Ruine war offenbar in diesem Steilhang verborgen. Link, gib Acht auf die Fallen, die hier aufgestellt sind. Ist hier eine Falle? Ich weiß es nicht. Glücksfragment erhalten! So, was ist das? Damit macht man die Tür auf. Haha. Ich springe hier einfach mal runter, weil ich es kann. Schade. Hätte ja sein können, dass man hier mit Schwung irgendwie durchbrechen kann oder so. Kann man nicht. Ah, du schon wieder. Du bist ja richtig nervig. Okay. Viele Sachen zum Graben. Wie ging denn das nochmal? Ging das so mit dem Schild? Nee. Einfach einen guten Augenblick abpassen. Uah! Mm-hmm.
Aua. Okay, das Rätsel habe ich schon im Kopf gelöst. Wollen wir mal gucken, wie weit muss man da auseinander stehen? Okay, ganz weit. Katsching. Wollen wir mal gucken, ob das so richtig war. Das sieht ja ganz gut aus. Yay. Und da haben wir einen Kleinmach-Apparat. Was haben wir davon? Fragen über Fragen. Ich weiß nicht, ob ich da klein mal runterfallen sollte. Ich denke mal nicht. Nee, das wird nichts bringen. Wenn wir später nicht weiterkommen oder irgendein Item nicht kriegen, dann würde ich das vielleicht mal ausprobieren. Komm, wach auf, Kollege. Alter, aufwachen sollst du. Ich glaube, der trifft mich immer noch. Aha. Dazu also das. Wisst ihr was? Ich bin ja irgendwie in Stimmung, da mal runterzufallen als kleiner Mann. Zu gucken, ob wir da nicht doch irgendwie was bekommen können. Kann aber auch sein, dass wir als Minisch da einfach nur ganz übel abstürzen. Und ja, Schaden nehmen und gar nichts, da gar nicht weiter können. Halt, das ist hier hinten kürzer. Nein, nicht runterfallen. Nein, nicht treffen. Nein, und überhaupt. Ah, shit. Muss man doch den langen Weg machen. Oh, sind wir mal gespannt, wa? Daneben an können wir auf jeden Fall schon mal unseren Schlüssel gebrauchen. Das scheint zu klappen. Ja, Geheimnis zu mir. Sehr gut. Seht ihr mal, manchmal muss man einfach mal sich was trauen. Herzteil. Nehmen wir gerne mit. Wo ist denn hier? Kommt man denn hier wieder raus? Kann doch nicht wahr sein. Da kommt man raus. So, jetzt sind wir wieder hier unten. Ich bin am Anfang noch überhaupt nicht nach links gegangen. Da gucken wir natürlich auch mal vorbei. Hier gibt es wahrscheinlich noch einen Schlüssel oder irgendwas. Mob-Alarm! Ich hätte jetzt irgendwie damit gerechnet, dass diese Viecher da auf mich schießen. Machen sie aber nicht. Er hier vielleicht. Natürlich gibt es hier Pfeile für uns. Too obvious. Eine brüchige Wand habe ich bisher übrigens noch überhaupt nicht gesehen. Ah, da wollte ich schon wieder mein Schwert aufladen, aber das ging nicht mehr so schnell. Dumm, 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 dumm. Gibt's hier wieder so einen Scheißsack? Natürlich gibt's hier wieder so einen Scheißsack. Ich hasse die Dinger. Ey, es kann nicht wahr sein. Doch. Kann wahr sein. Geh weg. Was machen wir denn da? So. Ich will endlich die Handschuhe haben. Geh weg. Hier scheint es was zu geben. Später. Warum nicht einfach mal in den Tod rollen?
Okay. Müssen wir wohl ein bisschen mit Pfeil und Bogen arbeiten. Ey, jetzt sagt nicht, das geht nach Zeit. Das geht nach Zeit, ne? Geht das nach Zeit? Okay, das haben wir schon mal irgendwie geöffnet bekommen. Warum geht das andere Ding nicht auf? Naja, egal. Vielleicht kommt das auch noch auf die richtige Reihenfolge an. Hier haben wir wieder so ein Rätsel. Ich wette, die Viecher hier, die erwachen gleich zum Leben und wollen mich ärgern. Natürlich. Boah! Irgendwie ging das mit dem Pfeil eben nicht. Sehr merkwürdig. Ich muss bei meinem Gamepad gerade irgendwie ganz wild Knöpfe drücken, damit das überhaupt funktioniert. Nicht zu gierig werden. Ja, ich habe irgendwie ein bisschen Lag. Strange. Der Kompass. Wie unnütz. Ich wollte die Handschuhe haben. Okay, das war jetzt irgendwie richtig. Das war wohl einfach zeitbasiert. Komm her, du Snailtail. Könnte ruhig mal eine Fee da irgendwas sein. Merkwürdiges Rätsel hier. Jaha! Verstehe. Ich hab's natürlich auch mal direkt verschissen. Okay, solche Rätsel gefallen mir. Geh kaputt. Yo, hau. Wollt einfach mal hinterher springen? Ich glaube, einen anderen Weg habe ich hier oben gar nicht mehr gesehen, so nach links und rechts, abseits. So, jetzt sind wir wieder hier. Wollen wir mal gucken, ob wir unsere Schlüssel auch mal irgendwo einsetzen können. Ah, hier oben vielleicht. Warum war ich hier eigentlich noch nicht? Fragen über Fragen. Und wie kommt man da hin? So kommt man da hin. Die Dungeon-Karte! Okay, werfen wir mal einen Blick drauf. Bisschen was haben wir noch zu entdecken. Hier können wir auch unsere Schlüssel loswerden.
Gehen wir mal erst nach links. Ah, I see. Okay. Gehen wir trotzdem da auch noch rein. Okay, 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 okay. Stiefel. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Puh, das war knapp. Ich hatte Angst, dass wir das nicht schaffen. Ah, nein! Kennt ihr die noch? Die tragen einen immer an den Dungeon-Eingang zurück. Uah. Ein Portal. Mal gucken, was uns das wieder bringt. Aber ich hätte jetzt ganz gerne erstmal ein Herz oder irgendwas. Na gut, dann schauen wir mal, was es hier so gibt. Keine Schlüssel mehr. Also denke ich mal, dass wir hier mit dem Rätsel irgendwie an den Schlüssel kommen werden. Oder ich muss vorher noch in den anderen Eingang nach links gehen, das weiß ich nicht. 21 Minuten haben wir gespielt, sollte mich mal ein bisschen beeilen, ja? Komm, 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 Schnecki, Schnecki! Was habe ich denn hiervon? Komme ich irgendwie nicht durch. Aua. Ja, ich weiß, ich müsste eigentlich zwischen die, aber ich habe jetzt keine Lust darauf zu warten. Hier bin ich doch viel zu leicht für. Okay. Gehen wir erst in die andere Richtung. Ich habe hier gerade irgendwie keine Idee, wie man hier weiterkommen könnte. Komme ich überhaupt zurück? Nee, hier komme ich gar nicht zurück, ne? Scheiße! Kotlet steckt fest! Habe ich hier irgendwas übersehen? Ach so, ach, ich bin ja ein Idiot. Ich kann ja hier einfach zu Fuß durchgehen. Aha. Das ist manchmal einfach zu einfach, wisst ihr? Ich frage mich trotzdem noch, wozu ich mich hier klein machen kann. Wozu ist denn das hier? Ah, nee. 1, 2, 3, das passt doch hinten und vorne nicht. Das muss ich versetzt machen, das heißt, ich muss da einen hinstellen und hier unten. Oh, komm schon. So, 1, 2, 3 Felder müssen dazwischen frei sein. 1, 2, 3, ja, das. Wer hätte das gedacht? Es geht genau auf. Ta-ta-ta-ta-ta! Ki erhalten. Das war ein schönes Rätsel. Da beschwere ich mich mal nicht. Hoppa! So, trotzdem nochmal die Frage, wozu kann ich mich hier klein machen? Ich weiß es nicht. Da ist ein Loch. Machen wir die erstmal tot hier.
Da kann ich mich klein machen. Und hier geht's nach draußen. Okay, hier kommen wir noch nicht weiter. Da hinten habe ich schon eine dicke Truhe gesehen. Dann machen wir uns doch einfach mal klein. Gucken mal, was ich hier übersehen habe. Ja, hier kommt man nirgendwo durch. Das ist wahrscheinlich, um sich wieder groß zu machen, wenn man erstmal klein war. Kann ja auch immer sein, dass das so rumgedacht ist. Dann gehen wir mal gucken. Okay. Gehen wir mal gucken. Ich springe jetzt hier einfach runter. Weil einen anderen Weg wüsste ich jetzt gerade nicht. Ach, hier waren wir doch schon mal. Ach, das ist der Rückweg. Seht ihr mal, dann machen wir nämlich jetzt den hier. Hier waren wir ja auch noch nicht. So, der Bogen ist da unten. Ja, damit. Oh, Alter! Hab ich mich erschreckt. Ach nö! Ich wollte den hauen. Das ist ja gemein. Aber immerhin sind wir direkt wieder hier oben. Hat mir nichts hinterlassen, Schweinepriester. So, wo ist das Ding? Da kommt's. Na, komm nochmal. Ha, sehr gut. Das sieht aus, als müsste ich hier gleich gegen irgendwen kämpfen. Ist aber keiner zu Hause, ne? Uah, Alter, hab ich mich erschreckt. Den machen wir wieder mit den Bomben, würde ich sagen. Ja, so wird da ein Schuh draus. Und ein Portal. Das sieht ja cool aus hier. Ah, da war ich zu schnell. Verdächtig. Der Durchbruch in der Mauer sah cool aus. Hallo. Und da haben wir endlich die Maulwurfshandschuhe erhalten. Liebe Freunde, an der Stelle mache ich mal einen kleinen Cut und wir sehen uns nächste Folge wieder bei Zelda Minish Cap mit der Kotelettstanze. Bis dann.